Willkommen zum 2-Minuten-Review zu Strike the Blood. Dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Unser Protagonist in Strike the Blood ist der Vampir Akatsuki Kojo. Jedoch ist es nicht so ein Weichei-Vampir wie der hier, sondern es ist der vierte Ahne, der stärkste Vampir der Welt. Neben seinen übermenschlichen Kräften unterscheidet ihn von den uns sonst bekannten Vampiren, dass er sogenannte Diener rufen kann, die an seiner Seite kämpfen. Diese Diener sind meist Geisterwesen in Tiergestalt. Und natürlich kann die Regierung eine solch gefährliche Person nicht unbeaufsichtigt herumstreuen lassen, deswegen setzen sie die Schwertschamanin Himeragi Yukina auf ihn an. Beide treffen nun in Itogami City aufeinander, das ist eine Stadt, die einfach nur vollgestopft ist mit allen möglichen Fantasy- und Fabelwesen. Und soweit ist die Story wirklich gut, aber Himeragi bleibt nicht das einzige Mädchen, das sich um den Protagonisten schart. So wird alle paar Episoden noch ein weiblicher Charakter in die Story geworfen und dann noch einer und noch einer und noch einer, bis es schließlich ein Harem-Anime ist. Und irgendwann ist es auch nur noch albern, wie zum Beispiel diese Szene, keine Angst, ist jetzt kein Spoiler, an der Akatsuki einen Freund abholen will und hinter ihm stehen einfach mal 10 Mädchen mit der Begründung, sie müssen den Freund natürlich auch kennenlernen. Generell tut es dem Anime auch nicht gut, dass er versucht, so viele Genres zu bedienen. So ist die Comedy auch nur 0815, zwar zünden natürlich einige Gags, aber wenn Akatsuki ohne zu klopfen ins Zimmer von Himeragi kommt und sie sich gerade am Umziehen ist und ihn dann nach draußen an die Wand zimmert, dann ist es auch nicht mehr lustig, weil man es schon geschätzte 100 Mal gesehen hat. Das finde ich ziemlich schade, weil der Anime in meinen Augen richtig Potenzial eigentlich hat. Er hat richtig unterhaltsame, actiongeladene Kämpfe, man lernt den Protagonisten gut kennen und es wurde eine authentische Gesamtwelt geschaffen, bei der die äußeren Einflüsse die ganze Welt ein bisschen lebendiger machen. Da man nun aber versucht, für jeden etwas in den Anime zu bringen, ein bisschen Comedy, ein bisschen Romance, ein bisschen Action, geht er einfach in der Masse der Anime unter und bleibt nur Durchschnitt. Solltet ihr jedoch überhaupt nichts zu schauen haben und könnt über ein paar Macken hinwegsehen, könnt ihr euch den ruhig mal anschauen. Das war's mit meinem 2-Minuten-Review zu Strike the Blood. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!